Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Luck Flow. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, mein kleiner BMW ist fast fertig, aber guckt euch das an. Das ist kein Zustand, diese hässlichen Originalfelgen in 15 oder 16 Zoll, geht gar nicht. Aber wer meinen Kanal von Anfang an verfolgt hat, der weiß ja, zu dem Schätzchen gab es ja noch einen Satz M-Technik-Felgen dazu. Den schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Mal hier schöne 245er Schlappen drauf, aber so brauche ich die auf ein frisch lackiertes Auto auch nicht draufziehen. Die haben ihre besten Tage auch hinter sich. Das heißt, sie kriegen jetzt erstmal eine schicke Farbe und was das wird, das seht ihr nach dem Intro. Juhu, Alufelgen gehört überhaupt nicht zu meinen Lieblingsarbeiten, weil ja, man schleift sich einfach die Finger wund. Es gibt Betriebe, die sind extra spezialisiert auf Felgen, die haben eine Sandstrahlkabine, da ist so eine Felge innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten angestrahlt, kann quasi grundiert und lackiert werden. Ich muss das händisch machen, das heißt, ich muss sie jetzt erstmal sauber machen und schleifen. Wichtig ist dabei, dass man wirklich bis in die letzte kleine Ecke und Kante reinschleift, damit die Farbe nachher nicht abplatzt, weil der Lack verankert sich nachher in den Schleifriemen. Aber diese Felgen sind hier ja noch harmlos. Ich hab, als ich meine Ausbildung gemacht habe, glaube ziemlich zum Anfang sogar, kam mein Chef auf mich zu, der hatte einen Kunden, der hatte so einen E30 Rallye-Wagen, der dann für verschiedene Strecken und Witterungsverhältnisse, ich glaube, 3 Sätze BBS-Felgen mit diesen ganz kleinen Speichen hatte. 3 Sätze, also 12 Felgen, die ich dann auch komplett schleifen durfte. Und da habe ich mir wirklich die Fingerkuppen blutig geschliffen. Das war, ich glaube, seit dem Zeitpunkt hasse ich einfach Alufelgen. Vor allem sowas kann man halt mit einer Strahlmaschine so schnell erledigen, ne? Und ich bin schon wieder zu geizig, Geld für Strahlen zu bezahlen. Die Freude ist groß, die Felgen sind endlich fertig geschliffen, abgeklebt, das habe ich immer so nebenbei gemacht. Jetzt sind die fertig, können in der ersten Schicht lackiert werden und zwar ist das tiefschwarz. Da ist es eigentlich völlig egal, ob es so ein Einschicht Unilack ist oder ein Zweischicht, das heißt Basislack, Klarlack. Hauptsache ist, dass der Lack glänzt. Ich habe jetzt den Einschicht Uni und zwar den Pur HS Lack von Mika besorgt in RAL 9005, 1/2 Liter. Das reicht völlig aus für die 4 Felgen, weil die erste Schicht muss einfach nur schwarz glänzend sein. Und ich würde sagen, damit starte ich jetzt. Ja, wie lackiert man jetzt Felgen? Ich glaube, da scheiden sich die Geister, jeder hat seine eigene Technik. Am liebsten lackiere ich Felgen mit einer Mini-Jet. Deshalb habe ich mir heute auch eine bestellt. Macht Sinn, oder? Na, auf jeden Fall, ich habe hier meine eigentliche Klarlackpistole, 1/2er Düse RP. Ich lackiere Felgen im Kreuzgang, das heißt, ich halte die Pistole schräg, lackiere einmal von allen 4 Seiten, das heißt, brauche die Oberfläche gar nicht separat lackieren, weil da kommt genug drauf, wenn ich alle Kanten einmal getroffen habe. Dann gucke ich mir das an und muss noch mal ein bisschen nachnebeln. Manche lackieren das wirklich Speiche für Speiche. Muss jeder selber wissen, ich habe mit dem Kreuzgang gute Erfahrungen gemacht und ich würde sagen, ich lege los.
frisch und schwarz sehen die schon schick aus, ne? Aber so sollen sie nicht bleiben. Die müssen jetzt einmal über Nacht trocknen und dann geht's weiter mit der nächsten Schicht. Ist jetzt auch 4:15, also Zeit für Feierabend. Guten Morgen, da bin ich wieder. Gut geschlafen, bin ich auf jeden Fall schon. Ich freue mich, jetzt geht's endlich weiter. Und zwar mit dem V-Chrom Mirror Glaze. Früher gab es den V-Chrom schon. Mirror Glaze ist jetzt noch eine verbesserte Rezeptur. Das heißt, das sind Aluminiumpigmente, die super, super, super fein geschreddert sind. Also bei dem Mirror Glaze jetzt noch feiner, so dass man wirklich diesen Chromeffekt bekommt. Wichtig war ja jetzt, dass die Felgen schwarz vorlackiert sind, weil man den Untergrund nachher durchsieht. Das heißt, wir lasieren jetzt quasi mit einem ganz feinen Metallic Pigment dieses Schwarz. Wichtig ist halt Hochglanz, weil man diese glänzende Schicht durch den Lack durchsieht. Und wichtig ist halt, dass der noch nicht ausgehärtet ist. Weil beim ausgehärteten Lack, um eine Haftung zu haben, müsste man schleifen. Ein noch relativ frischer Lack kann noch Lösemittel aufnehmen und sich mit der nächsten Schicht verbinden. Deshalb habe ich die gestern vorlackiert, jetzt nur über Nacht trocknen lassen. Und jetzt geht es halt weiter mit dem Mirror Glaze. Mini Jet habe ich mir ausgeliehen von den Jungs vom Autolack Doc in Hamburg. Danke dafür. Weil Liebe halt eine 1.0er Düse dafür vorschreibt oder empfiehlt. Ich hatte erst überlegt, ja, da müsste eine 1.2er Line, ich gehe jetzt keinen Kompromiss ein. Also 1.0er Düse, um wirklich ganz fein diesen V-Chrom aufzutragen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. So, der Mirror Glaze ist spritzfertig. Ich habe den einmal ordentlich aufgeschüttelt und jetzt sieht man, der ist wirklich dünn wie Wasser. Ist halt ein hoher Lösemittelanteil drin und Pigment. Jetzt ist die Kunst dabei, gleichmäßig nicht deckend zu spritzen. Und das Ganze sollte halt nicht wolkig sein. Deshalb eine feine Düse. Man muss darauf achten, dass der Abstand immer gleich ist. Weil wenn man den V-Chrom deckend spritzt, ist nachher wirklich nur noch ein feines Silber zu sehen. Und je weniger er deckt, desto krasser ist der Chromeffekt, weil halt dieses Schwarz noch durch den Untergrund durchscheint. Schon echt krass, sieht echt gut aus. Es ist aber mehr so ein Schwarzchrom, also nicht so ein typisches, ich sag mal, Stoßstangchrom, sondern es ist ein dunkles Schwarzchrom. Aber sieht richtig gut aus. Jetzt kommt die nächste Schicht, dafür gehen wir mal bei mir zur Mischbank. Man könnte jetzt direkt mit Klarlack drauf gehen. Das Problem ist, dass im Klarlack auch Lösemittel drin sind, die diese Chromschicht anlösen und die Pigmente wieder leicht lösen. Das wollen wir nicht, weil dadurch wird halt dieser Chromeffekt leicht zerstört. Also er verliert wirklich an Effekt. Das heißt, wir sperren ihn jetzt einmal ab. Dafür habe ich hier meine Wasserlackmischbank und da habe ich einen farblosen Basislack drin. Der ist halt nicht aggressiv. Das heißt, wir ziehen jetzt einmal
diesen farblosen Basislack drüber, um das Ganze abzusperren. Und danach kommt dann erst der Klarlack drauf. Jetzt, dass der richtig matt geworden ist, weil halt dieser Basislack trocken ist. Den Glanz holen wir jetzt mit einem schönen 2-Komponenten-Klarlack wieder raus und dann bin ich sehr auf das Ergebnis gespannt. Ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin gespannt, wie das bei mir auf dem Auto aussehen wird. Es gibt sowas ja auch aus der Sprühdose. Da haben mich auch schon mal Leute angesprochen. Hier, Flo, es gibt auch so Chromlack aus der Sprühdose. Das Ergebnis meistens ernüchternd, weil ihr seht, was das wirklich für ein Aufwand ist. Das ist eine Vierschichtlackierung. Wir haben das Schwarz-Hochglanz, wir haben die Lasur, beziehungsweise den Bichrom-Effekt. Wir haben die Basislack-Lasur transparent. Und den Klarlack hinterher. Und das alles so vernünftig, gleichmäßig mit einer Sprühdose hinzukriegen, das wird schon wirklich sehr schwierig. Man kann hier sogar noch ein bisschen spielen. Also wir haben ja diese transparente Basislacklasur, die könnte man jetzt noch als Candy einfärben mit so einer Tinte, dass man jetzt zum Beispiel Rot, Chrom, Blau, Chrom, Gelb, Chrom etc. Bekommen kann. Also ich glaube, das Anwendungsgebiet ist da auch wirklich groß. Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mich würde jetzt auf jeden Fall auch mal interessieren, wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das Thema? Schreibt dazu gerne mal eure Erfahrungen, Meinungen, alles hier unten rein in die Kommentare. Und bis dahin würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bis bald. Ciao, ciao.